Grip kürt den größten Opel-Maniac. Am Start ein Filmstar, ein Kleinwagen mit irrer Power, der sein Revier markiert, und eine Rallye-Legende. Helge Thomsen im Begrenzer. Geil, ich sitze bei das Rallye Ascona. Premiere bei Grip. Alles dreht sich heute um eine Trophäe der Extraklasse. Den goldenen Opel Blitz. Leute, ich nehme euch mit auf einen ganz besonderen Roadtrip. Ich verleihe den goldenen Opel Blitz an drei durchgeknallte Typen. Die habe ich mir rausgesucht, die besuche ich jetzt. Und natürlich nicht in irgendeinem Fahrzeug, sondern natürlich im Opel. Opel Admiral, das ist mein Einsatzwagen heute. Ja, und wer nachher das Rennen macht, das weiß ich selbst noch nicht. Die Recherche war alles andere als leicht. Aber schon der erste Anwärter zeigt sich würdig. Helge auf dem Weg ins idyllische Niederbayern. In Pfarrkirchen trifft er Manta Dani, bei dem der Blitz gleich mehrfach eingeschlagen hat. Dani? Ja, servus, Helge. Freut mich, da bist du ja. Ja. Na, ich hab schon gesehen, du bist ja schwer mit Opel am Start. Ja, ja. i4000. Ja. Lässt du mich mal rein? Ich bin extrem neugierig. Ja, komm mit. Ja? Hab nur mehr. Ja, geh ich aus von. Und Danis Opel-Festspiele mögen beginnen. Was ist denn hier los? Na, reicht das? Ich denke, das Opel-Museum ist in Rüsselsheim. Du machst mich fertig. Manta A, GTs, Bedford. Ja, von allem etwas. Von allem etwas, das glaube ich aber auch. Gerade die Opel der 70er und 80er Jahre haben es Dani angetan. Diese Modelle hortet, sammelt, hegt und pflegt der Niederbayer mit viel Liebe und noch mehr Leidenschaft. Ja, und Vorkrieg ist auch dabei, ne? Ja, das ist ein Opel 1290 von 34. Erstzulassung hier bei uns in Pfarrkirchen sind die Originalnummernschilder. Das ist doch alles nicht mehr normal. Macht nichts. Wie kommt man denn auf so ein Fimmel? Wieso läuft dir das alles zu? Was ist denn da passiert? War das schon immer so bei dir? Nee, wir. Oder hast du das mit in die Wiege bekommen? Nee, ich habe zwei Brüder, die sind auch ein bisschen Opel-verrückt und die sind älter wie ich. Ja. Und da wächst man so mit rein. Das ist maßlos untertrieben und das merkt man sofort. Auf einem riesigen ehemaligen Bauernhof sammelt Dani Teile aller Opel, die er je besessen oder ausgeschlachtet hat. Über die Jahre sind auf diese Art viele seltene Stücke zusammengekommen. Also Dani, der Leidenschaft für Opel, da die so prozentmäßig irgendwo zwischen 500 und 1000. Genau deswegen sammelt er auch nicht nur Autos und Teile, sondern alles, was mit Opel sonst noch zu tun hat. Vom Modell bis hin zum Verkaufsprospekt. Sein Leben dreht sich ausschließlich um die Rüsselsheimer Kultmarke mit den vier Buchstaben. Ja, ich bin mal so ohne Erwartung hierher gekommen, aber mitten in Pfarrkirchen, wo es nur eine Pferderennstrecke gibt, war auf einmal dieser kleine, beschauliche Hof und dann kommt eine Garage, noch eine Garage, noch eine Garage, vollgestopft mit allem, was Opel je produziert hat, also mehr als im Museum gefühlt. Unfassbar. Opel-Zeichen an der Wand, macht das Rolltor hoch. Der Wahnsinn geht weiter, oder? Ja, natürlich. Lass dich überraschen. Ja. Ich habe schon genug Überraschungen heute, aber hier steht ja noch ein Manta. Einer? Nee. Was ist denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mantas. Der Manta ist ganz klar Daniels Lieblings-Opel. Daher sein Spitzname, Manta Dani. Das Kultcoupé ist ihm so ans Herz gewachsen, dass er hier einige extrem seltene Exemplare versteckt. Das ist ein Original i200 mit 24.000 Kilometer. Was? Ja. 24.000 Neuwagen oder was? Der war nur 3 Jahre zugelassen, bis 87. Wo treibt man denn sowas auf? Die wurden doch alle von Halbstarken kaputt gefahren, so wie du einer bist. Ja, früher habe ich sie alle ausgeschlachtet und heute kaufe ich die Teile wieder ein. Opel hat da so viele geile Autos gebaut, warum denn Manta? Was ist denn bei dir passiert? Mei, ist ein schönes OP, zuverlässige Technik, gutes Image. Gutes Image, ja, natürlich, auf jeden Fall. Wenn man den Film gesehen hat, weiß man ja Bescheid. Im Jahr 1990 spielt der damals noch blutjunge Till Schweiger alias Berti die Hauptrolle im Kultfilm Manta Manta. Doch der eigentliche Star des Films war definitiv der fette Film Manta. Und da hat Dani noch eine Überraschung für Helge parat. Na dann zeig mal. Wie bitte? Ich flipp aus. Das gibt's doch nicht. Bertis Auto oder was? Nee, ist nur ein Nachbau. Nur ein Nachbau, sagt aber er? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ey, wie oft habe ich den Ofen im Film gesehen? Jetzt steht er hier. Der Megabreitbau mit Teilen der Firma Mattig und die schrille Drei-Farben-Lackierung machen aus dem Rochen einen richtigen Movie-Star. Die ultrabreiten 3,45er Schlappen an der Hinterachse gehören genauso dazu wie Schalensitze und das bunte Cockpit mit dem Benetton-Lenkrad. Den Filmmanta aus den Dreharbeiten befeuerte ein schmächtiger 2-Liter Vierzylinder mit 150 PS. Dagegen gibt ihn Dannys Nachbau, ein dicker 3,6 Liter Sechszylinder mit 236 Pferden, ordentlich Zunder. Aber sag mal, wann hast du den denn noch einmal zwischendurch gebaut? Bei dem Filmmanta wollte ich halt, dass die Spaltmaße gut passen oder besser passen wie bei den Originalautos, dass er Leistung hat, dass man auch wirklich gut fahren kann damit. Und dass er halt im Endeffekt auch so aussieht wie im Film. War natürlich sehr zeitaufwendig und mit viel Präzision haben wir das dann hoffentlich gut hinbekommen. Boah, ey. Das Manta-Breitbaugeschoss sieht in freier Wildbahn einfach nur rattenscharf aus. Helge ist Feuer und Flamme für die bunte Zeitmaschine. So, jetzt geht's doch los hier. Ich krieg Feeling. Manta, Manta, meine Güte, dass ich das 30 Jahre später noch mal erlebe. Trotz oder gerade wegen des Films galt der Opel Manta allerdings lange Zeit als absolute Prollschleuder. Und imagemäßig ist die Karre ja überhaupt gar kein Problem mehr. Also ich weiß noch, dass man damals mit dem Manta komisch angeguckt wurde. Hast du diese Phasen auch gehabt? Gab's auch, ja. Aber die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile ist der Manta eigentlich ein richtiges Kultauto. Aber guck mal, ich hab noch was. Bei dem geilen Sound aus den Kenwood-Boxen zeigt der Filmmanta sein größtes Talent. Und das heißt, einfach nur gute Laune verbreiten. So, Dani, aber wenn wir hier schon im Filmauto sind, ne, dann müssen wir auch noch mal so ein bisschen was anbrennen lassen. Ist das möglich? Sollte möglich sein. Ja? Im Film waren amtliche Burnouts von Berti Pflicht. Ob Helge das genauso deftig hinbekommt? Arm raus, ganz wichtig. Gucken wir mal. Na bitte. Respekt. Doch auch die kultigste Probefahrt hat mal ein Ende. Mann, 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 ey. Mann, Mann, Manni, ist das geil. Dani. Wir sehen uns, hören uns. Vielen Dank für diese geile Nummer. Weiter so. Du bist die Härte. Wir sehen uns wieder. Alles klar. Ja. Danke. Ab zum nächsten Kandidaten. Der heißt Christian und hat einen harmlosen Opel Corsa A in eine echte Rakete verwandelt. Von Bayern fährt Helge quer durch die Republik nach Gelsenkirchen, wo er den Opel Maniac in einer besonderen Location trifft. Die Einfahrt soll das sein? Okay. Ja, die besten Sachen entstehen wohl in Hinterhöfen. Und wenn das hier kein Hinterhof ist, dann weiß ich auch nicht. Abenteuer Gelsenkirchen. Ja, das ist Ruhrgebiet hier. Aber wo muss ich hin? Steht nichts dran. Ach. Hallo. Tag, Helge. Na, ich hab's gefunden. Ja, bist du endlich hier. Da ist das Biest. Oh, ja. Ich flipp aus. Da steht's. Den gibt's also wirklich. Und wie es ihn gibt. Dieser Corsa ist einfach der krasseste Kleinwagen des Planeten. Denn neben einem Motor vorne hat er auch noch einen hinten. Die Kraft der zwei Vierzylinderherzen erzeugen zusammen irrwitzige 980 PS. Der Turbo-Extrem-Umbau reicht für über 300 Sachen. Klar, dass Christian mit dieser abartigen Knallbüchse regelmäßig an Drag-Race-Veranstaltungen teilnimmt. Dort verbläst er so gut wie alles, was ihm vor den Corsa kommt. Egal, ob Porsche oder Audi. Hier im Hinterhof entstehen die Turboträume à la Opel. Eine kleine Schrauberwerkstatt, in der Christian schon seit Jahrzehnten extreme Vehikel kreiert. Ein Speedster habt ihr auch noch stehen. Ja, noch ein Dragster. Also totale Opel-Nerds. Noch ein Dragster, sagt er. Total Opel, erster Auto, Opel Kadett. Natürlich. Umgerüstet auf Turbo.
Ja. Und dann musste irgendwann eine Steigerung her. Ihre Meinung ist uns wichtig. Willst du meine Meinung dazu hören? Komplett bescheuert. Wahnsinnig, wahnsinnig. Wahnsinnig. Ja, mein Bruder, der ist schon 20 Jahre mit Leib und Seele Opel-Fahrer, Opel-Schrauber. Und ja, der wird alles tun, damit seine Kiste immer vorne ist. Geplant war erst ein Heckmotor und dann haben wir gesagt, vorne ist auch noch Platz, da muss auch ein Motor rein. Also machen wir ein Auto mit zwei Motoren. Das ist doch eine Schnapsidee am Tresen gewesen, oder? Das war eine Schnapsidee abends, nicht am Tresen, aber beim Bier. Okay, und ich weiß ja, dass der Wagen eine Straßenzulassung hat, eine englische. War der drüben? Warum? Du bist ja noch auf der Straße gefahren. War das eine echte Zulassung? Das war eine echte Zulassung. Wir haben eine englische Firma drüben gehabt, die hat uns den Wagen zugelassen und konnte dann hier in Deutschland fahren. Wilde Sau spielt, würde ich eher sagen. Also, ne? Im Namen da der Möglichkeit. Da haben sich so einige die Zähne ausgebissen an dem Fahrzeug. Selbst aktuelle Ferraris haben keine Chance gegen den Killer Corsa. Es ist alles natürlich knapper geworden, aber im Prinzip schlage ich fast noch jeden Sportwagen. Diese irre Beschleunigung will Helge jetzt auch zünden. Da die Straßenzulassung wegen der enormen Power aber mittlerweile erloschen ist, geht es auf einen Flugplatz bei Bottrop. Dort können Christian und Helge das Biest von der Leine lassen. Ja, so ein frisiertes Auto zu fahren, ist natürlich eine Sache. Das Ding hier ist komplett anders. Das ist Eigenbau, es hat zwei Motoren. Das hat ja mit Frisieren nichts mehr zu tun. Das ist ja wirklich selber konstruiert. Und das ist eine ganz andere Nummer. Hier fahren wir. Hier fahren wir. Toll. Vom Flugplatz. Geil. 1,8 Kilometer. Ach, herrlich. Geradeaus. Ja. 980 PS, 12,9 Newtonmeter. Ja, ich hatte es mir gemerkt. Fährst du oder fahr ich? Ich fahr die erste Runde. Zweite Runde fährst du. Ich bin nervös, echt. Geil. Ja. Motor 1. Und Motor 2. Erst scheint noch alles okay. Doch dann der Schock. Irgendwas stimmt nicht mit dem fast 1000 PS starken Monster Power Corsa. Das ist nicht gut, der qualmt. Ich glaube, wir haben Wasserverlust. Läuft Wasser aus. Ganz groß. Ganz schlecht. Das gibt's doch nicht. Ja. Ja, da läuft's raus am Block. Tatsächlich. Verdammt, ey. Ja, das wird heute nichts mitfahren. Der will wohl nicht. Oder hat er Angst, dass ich jetzt gleich ans Steuer komme? Was ist denn da los? Ich habe jetzt 5 Jahre nicht einen Schaden gehabt. Das ist der erste Schaden in 5 Jahren. Aber den musst du ja nicht ausgerechnet dann haben, wenn ich mit der Karre fahren darf. Ja, also im Motor, da ist ein Stopfen drin, der gegen Frost schützen soll. Und der ist jetzt mit der Zeit korrodiert. Und da ist jetzt Wasser ausgetreten. Und damit können wir nicht mehr weiterfahren. Ohne Wasser läuft der Motor heiß. Und damit würde ich den Motor ruinieren. Und das mache ich nicht. Also ich habe damit nichts zu tun, dass auf einmal der Motor hier Kühlwasser ausspuckt. Also einer von den Motoren. Er sagt, das ist ihm noch nie passiert. Aber ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich will jetzt fahren, ich will mitfahren. Und dann kollabiert das Ding. Okay. Danke trotzdem. Kein Problem. Sag mir Bescheid. Ja, ich muss dieses Monster irgendwann noch mal fahren. Den wirst du fahren. Helge auf dem Weg zum dritten Kandidaten. Im romantischen Hunsrück versteckt sich ein ganz besonderes Stück Opel-Geschichte. Der Grip-Testfahrer macht sich in Sparbrücken auf die Suche nach einer absoluten Autolegende, die dank einer Handvoll Rennsport-Enthusiasten wieder auferstanden ist. Und tatsächlich, die Garage von Rallye-Freak Ralf Antweiler ist eine wahre Schatztruhe, nicht nur für hartgesottene Opelaner. Hier wird Rallye-Geschichte geschrieben, ne? Hier wird Rallye-Geschichte geschrieben. Das glaube ich aber auch. Den hast du in Arbeit? Ja, den haben wir außenrum restauriert. Und jetzt kommt Motor, Antriebsstrang und Achse dran, dass wir den fürs Frühjahr, für die nächste Saison wieder fit haben. Also es wird nicht langweilig. Du hast schon das nächste Projekt, aber du weißt ja, warum ich hier bin, ne? Ja. Da ist er. Da ist er. Der originale Opel Ascona 400 Werkswagen, mit dem Walter Röhrl 1982 die WM gewann. Damit fuhr er die Rallye Elfenbeinküste. Dieses Auto galt lange als verschollen, bis Ralf den Wagen per Zufall in Afrika entdeckte. Ein Stück wiederbelebte Rallye-Geschichte mit fast 300 PS und Heckantrieb. In der Hand eines Walter Röhrl muss das aber kein Nachteil sein.
ich rieche ja richtig den Rallye-Sport hier drin. Ihr habt das Ding ja so erhalten. Genau. Also, erzähl mal, wie ist das passiert? Seit wann hast du den? Und, also gefunden, also auf die Spur kamen wir eigentlich 2005. Wir waren in Kenia zur East African Safari Classic Rally und nach der zweiten Etappe abends an der Hotelbar setzt sich ein Inder zu mir, der mir nach dem dritten Bier ins Ohr flüsterte, dass sein Freund einen Ascona 400 zu Hause im Schuppen stehen hätte. Und das war natürlich die Initialzündung, nachzufragen, was er darunter versteht. Der wusste Details, die ich auch wusste. Das war eine Schnittmenge, die war es wert, eine Adresse dem rauszuleiern. Mit etwas Glück und nach langen Verhandlungen konnte Ralf den Ascona 400 tatsächlich kaufen. Mit viel Aufwand hat er ihn danach aus Afrika wieder nach Hause geholt. Doch der Zustand glich einem Wrack. Der Beginn einer 6 Jahre andauernden Restauration. Jetzt steht er genau so da, wie er damals von Walter Röhrl und Christian Geisterwer zur Elfenbeinküste eingesetzt worden ist. Was hat Walter dazu gesagt? Das sickerte ja irgendwann in der Szene durch. Also es war jetzt nicht so, dass das Auto fertig war und der Walter Röhrl kam hier in die Werkstatt gestiefelt und hat gesagt, ich will mal gucken. Sondern das passierte eigentlich auf dem Eifel-Rallye-Festival schon, als das Auto in der Aufbauphase war. Da hat er uns schon angesprochen und hat gesagt, er hätte gehört, wir hätten das Auto von der Elfenbeinküste. Mhm. Und daraus ergab sich ein sehr nettes Gespräch und auch der Erstkontakt. Gut. Und dann war es so, dass er zur Eifel-Rallye 2014, als wir das Auto zum ersten Mal eingesetzt haben, dass er dann zu uns kam, weil das war unser Probelauf. Und dann kam er zu uns und hat sich ins Auto gesetzt und fuhr so mit seinen Händen über das Lenkrad und sagte, Jungs, das hier ist ein Stück Kulturgut. Ich fühle mich wie früher. Das ist doch ein Ritterschlag. Ich habe zuerst erwartet, dass der Ralf mit seiner Opel-Leidenschaft totaler Freak ist, der wirklich die Opel-Zeichen in den Augen hat. Das hat er auf eine Art auch, aber das Ganze drumherum interessiert ihn genauso. Die Menschen dazu, die Geschichten, die Länder, wo was passiert ist. Der ganze Rallye-Sport ist ja international. Und das hat mich begeistert, weil es geht natürlich um Opel, aber es geht darum, was man mit diesem Opel macht und was man mit dieser Geschichte und dieser Marke erleben kann. Jetzt habe ich diese ganzen Rallye-Bilder hier gesehen. Ich möchte natürlich einmal im Leben ein Weltmeisterauto mitfahren als Co-Pilot. Ist das machbar? Das geht, das ist überhaupt kein Problem. Drehen wir eine Runde? Wir drehen eine Runde, allerdings fährt dann der Markus, der ist bei uns im Team der Fahrer. Also es gibt ja Pilot und Co-Pilot. Du warst immer Co-Pilot, ne? Ich war immer Co-Pilot und kümmere mich auch größtenteils um die Technik vom Auto. Aber der Markus ist halt der, der dir mit Sicherheit, ich sag mal, die Eigenschaften von dem Auto am besten erklärt. Pilot Markus lässt sich nicht lange bitten und nimmt Helge mit auf die Rallye-Wertungsprüfung seines Lebens. Ja, es ist unglaublich. Ich sitze im Walter Röhrl-Auto und nicht in irgendeinem Nachbau, nein, im echten. Und das ist hier mein Double heute, Markus. Kommt aus dem Grinsen nicht mehr raus. Nach kurzem Warmfahren lädt Markus gewaltig durch. Kostbare Rallye-Ikone hin oder her. Der Röhrl Ascona wird auch heute noch bevorzugt am Limit bewegt. Ich glaub's dir. Okay. Ich trau mich ja fast nicht zu fragen, aber würdest du mich mal ans Lenkrad lassen? Ich würde auch nicht so durchdrehen wie du. Okay. Für Helge geht nun ein absoluter Traum in Erfüllung. Endlich darf er selbst das Lenkrad des Meisters berühren. Ein Gefühl, das es nirgendwo zu kaufen gibt. Grip-Testfahrer zu sein, entpuppt sich wieder mal als Traumjob. Geil, ich sitze im Walters Rallye Ascona. Ich fühle mich schon fast wie 1982, das ist ja eine echte Zeitreise. Ich glaube, ihr hättet mir die Geschichte nicht erzählen dürfen. Ich habe viel zu viel Respekt vor diesem Auto und eurer Leistung, das Ding wirklich wieder so hinzustellen. Chapeau. Grip zieht demütig den Hut vor so viel purer Opel-Leidenschaft. Jungs, was ihr da gebaut habt. Helge, alles klasse. Es ist nicht zum Aushalten, was da geht. Gutes Ding. Wie habt ihr das hingekriegt? Es ist mir ein Rätsel. Wie Markus gefahren ist, wie weit er damit gefahren sein muss. Also ein Traum. Helge, das ist auch Detailarbeit. Ja, und das ist einfach, also das ist ja auch ein Renngerät. Also das habt ihr mit dem Serienauto. Nee. Sehr wenig zu tun. Nee, und ihr habt mit normalen Autofahrern auch nichts mehr zu tun. Haben wir auch nicht. Opel Power. Super geil. Vielen Dank. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Danke. Ciao. Wen gebührt in Helges Augen der goldene Opel Blitz? Ist es Danny und sein kultiger Filmmanta-Nachbau? Pechvogel Christian und der irre Killer Corsa? Oder Ralf und sein originaler Walter Röhrl Ascona? Es kann nur einen geben.
And the winner is... Dani, du weißt, warum ich hier bin, ne? Ja, ne? Ich habe viele verrückte Sachen gesehen und verrückte Typen. Aber bei niemandem hat der Opel-Blitz so hart eingeschlagen wie bei dir. Und deswegen kriegst du jetzt von mir den Opel-Blitz. Und zwar den goldenen Opel-Blitz von Grip. Wenn einer das verdient hat, dann du. Respekt, Alter. Scheiße, danke, Mann. Weiter so, ne? Ja, super. So sehen Helden aus. Hey, cool. Der goldene Opel-Blitz. Alter. Ja, danke, merci. Und wenn du den C-Kadett verkaufen willst, dann rufst du mich an. Na klar. Tja, servus.